Und dann tun wir alles wieder reinlegen. Kann ich irgendwas davon extrahieren eigentlich? Das komische Attributsteine nehme ich mal mit jetzt. Ne? Hier habe ich auch noch einen verfeinerten Mischgriff. Um einen Skurril dieser kann gegen Lady-Ausrüstung getauscht werden. Die sammeln wir ja. Die Skurril-Essenz, die kriegt man, wenn wir Boss im Blatt machen. Sweet. Wir haben auch ewig kein Bossblatt mehr. Also doch schon. Nee, doch klar. Wir machen öfters mal Bossblatt. Also sind echt schwer geworden in letzter Zeit. Hier haben wir diese ganzen Standardbeschwörungen. Wie erhöht die Erfolgsrate der Ausrüstungsverbesserung dieser Rate wird. Wo auch immer ich den Drachenschlupfbildschirm finde. Und ausrüstungstechnisch habe ich eine viel bessere Rüstung als die. Weg damit. Okay. Da brauchen wir noch kurz die beiden Talismane. Only the finest goods. Look forward to seeing you again. Kann nicht verkauft werden, okay. Die sah nicht schlecht aus. Die sind doch schon uralt, die brauche ich überhaupt nicht mehr. Grün Überbleibsel. Brauche ich auch nicht mehr. Und die 7 beschädigte Taschenuhr. Weißes Taugel. Überreste von Jumbo Nummer 1 im Goblinbeute. Muss ich den Goblinbeute vielleicht... Was ist das denn? Da sieht besonders aus, keine Ahnung warum. Klopft der mich um? Ja, ja, du brauchst wieder besonders Aufmerksamkeit hier. What is it? B. Der Sack von Goblin Schwinder. Wenn ich 7 mache. Keine Ahnung. Das ist wieder so komischer Elch. Na gut, das Kind ist der oder der Wanderer ist hier hinten. Ich weiß auch nicht genau, was sie machen. Na gut.
Aber wir müssen ja noch hier hinten was machen. Und zwar müssen wir Beute, den Goblin-Beutel. Aber wo müssen wir jetzt diesen Betrug aufdecken? J. Questkarte. Ist hier mal eine große Hilfe. Leute, der fliegt ja auch. Keine Ahnung, was wir da machen sollen. Wir sollen mal irgendwann ein paar Jahre-Kristalle von den Nachbarn-Studios spielen, das ist ja kein Ding. Guck mal easy hin. Das sind schon wieder drei. Level 26 erreicht. Klack. Und den dann auch. Und den. Hier hinten war das. Also noch solche. Interessant. Ich habe noch drei Zähne. Ach, das ist, ich wollte gerade fragen, warum ist der friedlich? Das ist Schafzahn. So habe ich die. Was war denn da? Du hast zwei neue Skills erlernt. Die würde ich am liebsten ja in den Feuerwirbel stecken. Nicht genügend Meisterschaftspunkte. Oh, okay. Und was noch? K? Nee. Charakter. Ah, hier habe ich auch noch drei neue Land. Dann würde ich hier noch einen hochgehen auf Stärke. Gut, sieh du zu, dass dein Leben, gell? Genau, da würde ich unsere Stärke noch ein bisschen steigern und unser Leben noch ein bisschen hochsetzen. Obwohl eigentlich das Leben komplett besser wäre. Boah, okay, Abbruch. Wir haben immer noch keinen Umhang und noch keinen zweiten Schatz. Die Kugel hat momentan 15.000 XP gesammelt.
ist jetzt nicht die Welt. Hab ich eigentlich... Ich müsste die Quest erfüllt haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Achso, das war... Ach, das war die Quest von der Dame. Stimmt. Die hatten ja die Bäume attackiert und hatten die Früchte geklaut. Kein Problem, da fliegen wir da mal schnell hin. Irgendwie funktioniert das gerade gar nicht. Jetzt. So, das sind wir auch gleich da. Stopp doch! Die Jadefrucht ist sehr edel. Die Baumgeister danken euch, jedoch ist das Problem noch nicht ganz gelöst. Da ist immer noch etwas, was geteilt werden muss. Ja, Baumgeister. Was? Wenn die Baumgeister ihre Lebensenergie erreichen, kehren sie in die Arme der Erde zurück. Gleichzeitig geben sie ihre Macht in Form einer grünen Lichtkugel frei und die Energie kehrt zu den Wurzeln. Neben dem Altar zurück. Nachdem diese Wurzel die Macht aufgesogen haben, teilen sie mit den umliegenden Bäumen. Mit der Macht von 100 Baumgeistern wird ein einziger Geisterbernstein geboren. Geisterbernsteine sind die Verkörperung der Macht der Baumgeister. Doch der letzte wurde von dem Nassauf-Anführer gestohlen. Die Baumgeister wollen nicht, dass der Geisterbernstein in die Hände derart böser Individuen gelangt. Holt ihn bitte zurück. Na klar, und jetzt erstmal hier den Krummzahn. Stirb doch bitte einfach. So, jetzt losgehen. Ich muss das einfinden hier. So. Ich hätte nicht berechtigt, diesen Angriff auszuführen, okay. Oder so. Das ist doof jetzt so. Dann müssen wir springen. Und unter Wasser weiterspielen. Ich finde so geil, dass die Schatten von dem Drachen wenigstens gezeigt werden. Was ist das denn? Interessant. Was man jetzt alles findet.
Wie groß die. Ja, weil wie verpackt die Pflanzen sind. Guck jetzt mal an hier. Wenn hier so kleine Gimmicks überall eingebaut werden, das wäre ja schon nice. So Easter Eggs. Gerade an so einer Stelle wie unter dem See guckt natürlich so schnell keiner. Also wenn da jemand zufällig mal lang schwimmt und das entdecken will und dann dabei ein Easter Egg findet, das wäre schon geil. Was ist das denn da zum Beispiel? Hier schwimmt irgendwas im Wasser. Oh, da sind wir schon beim Dorf, siehst du mal. So. Na gut, Jungs. Das war's aber erstmal für heute. Also war nur eine kleine Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche euch einen angenehmen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adios und tschüss. Ach, für alle, die es noch interessiert, momentan bin ich sehr am Twitch-Stream. Und da streame ich zum Beispiel so Handy-Games wie Clash of Clans. Wenn ihr dann Interesse habt, könnt ihr ruhig mal beim Twitch vorbeischauen. Ist ganz interessant und die Runden sind vor allen Dingen auch ziemlich groß. Naja gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.